Juche, das ist der tollste Jahrmarkt, den ich jemals gesehen habe. Sogar Großvater beteiligt sich mit seinem magischen Ballon. Einfach toll. Na los, Schlumpflinge, beeilt euch schon. Ich starte heute nur noch einen Flug. Kannst du noch ein bisschen warten, Opa? Wir haben Sasek versprochen, nicht ohne sie zu fliegen. Hallo, Handy. Hast du schon wieder was erfunden? Das ist mein Ideenmobil. Ich habe meine besten Erfindungen eingebaut. Hey, das war aber keine sehr gute Idee. Das war auch nicht so geplant. Vielleicht habe ich etwas anderes, womit ihr spielen könnt. Wie wär's damit? Ich erfinde ja nicht nur Hochtechnologie. Danke, Handy. Sag mal, hast du nicht zufällig auch eine Maschine, mit der Toulouse schneller malen könnte? Genau, Sasset lässt nämlich ein Bild von sich malen und wenn wir ihn nicht ein bisschen antreiben, dann versäumt sie hier noch alles. Ned hat recht, wenn mir nur was einfiele. Einfälle sind meine Sache. Hoffentlich fällt mir was ein. Wie lange muss ich denn noch still sitzen, Toulouse? Das Posieren macht mich müde. Tut mir sehr leid, die Kunst braucht ihre Zeit. Ihr da, ist Toulouse fertig? Nein, aber ich bin's. Wenn ich noch länger in der Sonne stehen muss, trocknet meine Haut aus wie die Salzwüste. Ich hasse trockene Salzwüstenhaut. Also, wenn du mich fragst, Toulouse, muss ich schon sagen, du brauchst viel zu viel Zeit, um so ein lächerlich kleines Bild zu machen. Nur Banausen sprechen so von der Kunst. Michelangelo hat gebraucht Jahre für die Sixtinische Madonna. So lange? Ich möchte nicht wissen, wie die ihn beschimpft hat. Jedenfalls habe ich keine Zeit mehr. Ich versäume doch meine Ballonfahrt. Und ich mein Schönheitsschlaf, das ist furchtbar. Schließlich willst du mich ja nicht als Mumie konterfeiern. Ich bin kein Rennpferd, ich bin ein Künstler. Schneller geht es nicht. Das tut mir wirklich sehr leid. Vielleicht kann ich dir helfen. Mit meinem neuen einzigartigen Bildautomaten kann man in kurzer Zeit perfekte Bilder machen. Ah, das wäre einfach schrecklich. Oh, ich könnte ja Modell stehen. Bitte lächeln. Oh, eigenartig. Hier ist das Ergebnis, Beauty. Oh, hinreißend. Da bin ich doch nicht. Lass mal sehen, ich dachte, ja gar nicht, dass du so ein großes Mutter bist. Der Nächste. Oh. Sieht so aus, als könnten sie sich einfach über die Reihenfolge nicht einig werden. Was ist denn hier los? Habt ihr was verloren? Vielleicht sollte ich euch suchen helfen. Ja, sieht so aus, als hätte ich schon was gefunden. Einen kleinen blauen Schlumpfzwerg. Komm, Azrael, wir helfen dem Alten. Hilfe! Schlaubi, komm her! Mich kriegt so schnell keiner. Jetzt werde ich denen mal beweisen, in welcher Hochform ich bin. Streng dich nicht an, du entwischt mir doch nicht. Nichts für ungut. Sieht ein bisschen nach Gemüseeintopf aus. Deinen Zopf werde ich einpökeln, dein Hüftsteak frikadieren und dann... Achtung, Gegenverkehr! Aber... Da! Jetzt reicht's mir aber nichts wie weg hier. Wie gut, dass du keine Probleme mit deinen Beinen hast, Sasset. Wenn du nicht so lange gebraucht hättest, wären wir jetzt gar nicht mehr hier und müssten demzufolge auch nicht weglaufen. Das ist doch ganz klar, oder? Bitte nicht freundlich. Kannst du mir so weit folgen, oder war das zu hoch für Nicht-Akademiker? Natürlich kann ich folgen, sonst wäre ich nicht hier. Handys Bildautomat ist wirklich großartig. Ich wusste gar nicht, dass ich Arnold Schwarzenegger so ähnlich sehe. Bei mir sieht man gleich den Akademiker. Aber das Licht ist viel zu hell und der Schatten ist viel zu dunkel. Du bist nur neidisch, Toulouse. Handys Apparat macht bessere Bilder als du und man wartet auch nicht so lange. Wenn das so ist, dann male ich ab jetzt im Wald. Die Bäume reden nicht so dummes Zeug und sind geduldiger. Ich wollte dich nicht beleidigen. Bitte recht freundlich und gleich nochmal lächeln. Erklär mir, wie ich lächeln soll bei diesem Schmerz. Keine Ahnung, Hefti. Für solche Nebensächlichkeiten habe ich keine Zeit. Die anderen Schlümpfe warten schon auf den Apparat. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Diese Schlammmaske ist zwar gut für mein Teint, aber sie sieht einfach furchterregend aus, du Braun. Oh, ich glaube, ich würde sterben, wenn ein Schlumpf mich so sehen würde. Bitte recht freundlich. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass Beauty so schreckhaft ist. Bitte recht freundlich. Ich hasse bitte recht freundlich. Ganz vorsichtig, Großvater, vorsichtig. Das ist mein erster Versuch mit dieser Formel. Ich kann nicht sagen, was passiert, wenn es schief geht. Bitte recht freundlich. Donner und Doria, Handy, lass das... Nun
jetzt weißt du, was alles passieren kann, wenn was passiert. Also sieh doch nur an, was wir für Bilder machen. Unbedingt was unternehmen. Weißt du, Papa Schlumpf, wir sollten Handy unbedingt davon abhalten, weiterhin solche Bilder zu machen. Ganz recht, man muss ihm das Handwerk legen. Und zwar endgültig. Nichts macht man recht, sie wollten die Bilder schneller haben und jetzt quengeln sie an allem rum. So ist das, Undank ist der Weltlohn. Ah, ich sollte Landschaftsmaler werden, wie Gaspar David Friedrich oder Monet. Diese Stille entspricht meiner Natur. Mon Dieu, mein Bild! Bist du in Ordnung? Grand Malheur, wie konntest du mich so erschrecken? Das ist doch übrig geblieben von meinem Meisterwerk. Aber ich wollte dein Bild wirklich nicht ruinieren. Hier, nimm mein Bild, wenn du möchtest. Ich möchte nicht. Dabei ist es wirklich gar nicht so schlecht geworden. Vielleicht sollten wir es lieber aufgeben, nach Schlümpfen zu suchen, Gagi. Aufgeben? Nee, niemals, du nutzloser Strolch. Ich soll nutzlos sein, das war dein Plan. Alles, was ich brauche, ist ein Geistesblitz, eine Erleuchtung. So wörtlich hatte ich es eigentlich gar nicht gemeint mit der Erleuchtung und dem Geistesblitz und so. Gargamel! Das ist ein richtiges Abenteuer in deinem Ballon, Großvater. Schön, dass du mich noch mitgenommen hast. Wenn Lucy mich als sixtinische Madonna gemalt hätte, hätte ich erst nächstes Jahr gekonnt. Oh, ich freue mich sehr, dass du noch mit mir in die Luft gegangen bist, Sassett. Schlumpfilo, ist das nicht Handy, der da durch den Wald läuft? Ja, und Gargamel ist hinter ihm her. Haltet euch fest, Schlumpflinge, wir setzen zum Tiefflug an. Hilfe, warum hilft mir denn keiner? Schneller, Gagi, schneller! Mein alter Mann ist doch kein D-Zug. Mein Hausarzt hat von der Schlumpfjagd abgeraten. Wir werden einen Schlumpf angeln. Hoffentlich klappt's. Entschuldigung, aber wir haben's eilig. Keine Ursache. Vom Ballon fliegen wird mir sowieso jedes Mal schwindlig. Das wäre ein tolles Bild von hier oben. Vorsicht, Handy, beweg dich nicht so weit nach vorn, sonst sind wir dich schneller wieder los, als es lieb ist. Aber ich kann aus dieser Perspektive den ganzen Wald sehen. Sogar das Schlumpfdorf ist gut zu erkennen. Wenn die anderen Schlümpfe diese Bilder zu sehen kriegen, werden sie meine Entdeckung erst richtig zu schätzen wissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Bilder allen Schlümpfen zu zeigen. Hey, meine schönen Bilder, sie sind alle weg. Krebs, c'est un bleu. Das sieht ja aus wie Andys Bildermaschine. Oh, der Wald und oh la la, das Schlumpfdorf. Diese Bilder von Andy sind wirklich nicht schlecht. Aber ich bin schlecht. Gargamel! Ja! Sieh an. Schon wieder eine neue Erfindung von Handy. Warum kriegst du so eigenartig am Boden rum? Nun schau dir das nur an. Mit diesen Bildern besitze ich eine perfekte Landkarte, die mich zum Schlumpfdorf führt. Oh nein, das ist ganz allein meine Schuld. Wenn mein Bilderautomat mich nicht so begeistert hätte, wäre das nicht passiert. Sehr dumm. Mach dir keine Vorwürfe. Du hast nur zu helfen versucht. Komm mit, wir müssen die anderen warnen. Ruhe, meine Freunde. Wenn es zutrifft, was Toulouse und Handy sagen, müssen wir uns auf Gargamels Überfall vorbereiten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen unser Dorf tarnen, bevor Gargamel es gefunden hat. Ich weiß nicht so recht. Glaubst du wirklich, dass das mit der Tarnung hinhaut? Ich fürchte, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Vielleicht könnte ich mit der Malerei etwas dazu beitragen. Ich habe schon eine Idee. Fantastisch. Wenn ich die... Nun, wie du stets zu sagen pflegst, vive la differenze. Keine Ahnung, was das heißt.